andere wird sich fragen, warum mache ich das eigentlich im Dezember oder wie dieses Jahr im Januar bis zum Nordkap oder jetzt im Dezember quer über die Hochebenen von Norwegen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen bin ich beruflich extrem eingespannt, lebe seit Jahren eigentlich die ganze Woche von Montag bis Freitag nur im Hotel und brauche einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Ausgeglichenheit. Da genieße ich die Stille hier oben. Wenn ich den Motor ausmache, dann hört man wirklich keinen einzigen Ton. Kein Tier, kein Geräusch, kein Auto, kein Flugzeug, nichts. Völlige Stille. Und das lässt einen entspannen. Da kann man über viele Dinge nachdenken. Und die Kälte bringt einen auch wieder zurück zu gewissen Ursprüngen. Übrigens dauert es in der Regel 2 bis maximal 3 Tage. Dann habe ich mich so an die Temperaturen gewöhnt und wir haben zurzeit nachts minus 26, minus 27 Grad, tagsüber minus 15 bis minus 19, dass ich das eigentlich kaum noch merke. So wie ich jetzt hier im Hemd im Auto sitze, okay, gut, es ist ein dickes Hemd, so laufe ich aber auch draußen rum, wenigstens mal so 10 Minuten, eine Viertelstunde und erst dann beginne ich daran erinnert zu werden, dass ich vielleicht doch eine Jacke anziehen sollte. Ja, und wie gesagt, man entspannt das Weiß. Teilweise sind die Hochebenen und die Gegenden, in denen ich war, völlig weiß. Das heißt Bäume weiß, Baumstämme wie die Birken hier weiß, Landschaft weiß. Und es ist ein reines Weiß, ohne Dreck, ohne Streusalz, ohne alles. Und das ist natürlich wahnsinnig gut fürs Gemüt. Das muss man einfach genießen, man muss es wollen. Und es ist natürlich auch ein bisschen unangenehm an manchen Ecken, weil es wirklich, wenn die Kälte da ist, ist es wirklich saumäßig kalt. Und es kommt natürlich auch mal vor, wie eben, dass man sich irgendwo mitten im Wald am Arsch der Welt dann auch mal festfährt. Da muss man eben gucken, wie man wieder rauskommt. Also Entspannung ist das Zauberwort. Und nach 1 bis 2 Wochen Entspannung kann ich wieder 1 bis 1,5 Jahre durcharbeiten. Sofern das der Sinn des Lebens ist. Genießt selbst mal ein bisschen. Zähle die letzten 2000 Kilometer bin ich ausschließlich auf geschlossener Schneedecke oder auf purem Eis gefahren. Das entspannt natürlich insofern, weil man sich wirklich zu 100% darauf konzentrieren muss und wirklich keine Sekunde an irgendetwas anderes denken kann. Ansonsten landet man nämlich irgendwo im Graben und kann sich dann aus dem Schnee wieder rausziehen. Übrigens für die Discovery-Fahrer, im tiefen Schnee, das habe ich vorhin mehrfach ausprobieren können, wo ich mich festgefahren habe, die beste Fahrstufe im tiefen Schnee zu fahren, ist nicht im Schneeprogramm zu fahren, sondern in dem Programm Schlamm und Spurrillen. Das Fahrwerk etwas höher stellen, auf Anitas Stufe 2 oder aber auch auf Geländehöhe, bei denen, die keine Anitas haben. Und ansonsten holt er sich von selbst wieder sehr gut raus. Und was ich auch festgestellt habe, obwohl der Schnee sehr weich war unten drunter, hat er das tatsächlich festgestellt und hat den Extended Mode automatisch eingeschaltet. Und somit das Fahrzeug nochmal ein paar Zentimeter angehoben. Und das war im Prinzip der letzte Kick, den ich gebraucht habe, um dann auch nochmal rauszukommen. Thank you.